Jetzt möchte ich Ihnen die wichtigsten Details der neuen Steuerungen 545 und 560 vorstellen. Mit der Wahl der Steuerung bestimmen Sie maßgeblich die maximalen Torlaufgeschwindigkeiten. Mit der Steuerung 545 sind maximal 0,5 Meter pro Sekunde zu erreichen und mit der 560 maximal 1 Meter pro Sekunde. Was haben die Steuerung 545 und 560 gemeinsam? Rein optisch äußerlich können wir sehen, dass beide ein neues Design im Frontdeckel haben, was optisch viel moderner und ansprechender aussieht. Wir haben eine vierstellige 7-Segment-Anzeige, die auch die genaue Uhrzeit anzeigt, woraus wir später auch Zeitprotokolle ableiten und erstellen können. Die serienmäßige Bluetooth-Funktion kann mit der Hermann Blue Control App genutzt werden. Zusätzlich kann ich mit der Steuerung 560 folgende Funktionen ermöglichen. Erstens eine beleuchtete Folientastatur, zweitens zwei HCP-Bus-Schnittstellen, eine zur Nutzung für ein lokales Netzwerk, das zweite für ein Online-Service-Modul Smart Control und drittens eine Fahrbahnregelung, mit der ich eine Tiefgaragenanlage in Betrieb nehmen kann. Die Steuerung 560 bietet mehr Funktionen, eine deutlich höhere Geschwindigkeit und wir erreichen mit ihr den gleichen Preis wie mit unserer bisherigen Frequenzumrichtersteuerung. Mit der Steuerung 545 sind wir sogar 20% günstiger. Der WR500 FU ist der neue Wellenantrieb mit Frequenzumrichtertechnik für die Baureihe 60 der Industriesektionaltore. Mit den neuen Steuerungen erreichen wir in Kombination mit dem Motor höchste Torlaufgeschwindigkeiten bis zu 1 Meter pro Sekunde. Mit dieser Technik geben wir unseren Toren einen superschnellen Torlauf und gleichzeitig sind wir sehr torschonend mit Sanftanlauf und Sanftstopp. Der ITO 500 FU ist der schienengeführte Antrieb mit Frequenzumrichtertechnik der neuen Baureihe 60 für Industriesektionaltore und für Sammelgaragentore. Bei begrenzten Platzverhältnissen bietet dieser vor allem beim Einbau von Toren in der Öffnung Vorteile gegenüber Wellenantrieben. Durch die Positionierung der Antriebstechnik oberhalb der Torkonstruktion bleibt die Durchfallsbreite maximal erhalten. Mit Sanftanlauf und Sanftstopp sorgt der ITO 500 FU für einen ruhigen und verschleißarmen Torlauf. In Kombination mit der Steuerung 545 erreicht der Antrieb eine Geschwindigkeit von maximal 0,3 Meter pro Sekunde und mit der Steuerung 560 maximal 0,5 Meter pro Sekunde. Durch die gleichen Steuerungen bietet der ITO 500 FU die gleichen Funktionen wie der WR 500 FU, zum Beispiel die Programmierung des automatischen Zulaufes und die Fahrbahnregelung. Klassische Anwendungsbeispiele sind zum Beispiel bei Sektionaltoren als Fassadentor oder als Sammelgaragentor.